So, jetzt geht's wieder weiter mit Assassin's Creed Brotherhood. Wir wollen heute nicht so viele Quests machen. Also schon. Ich singe ein anderes Lied. Wir können theoretisch schon in unseren Unterschlupf gehen und den einen Assassinen ausbilden. Und dann auf Mission schicken. Dann haben wir das auch wieder fertig. So, jetzt hier wieder raus, dann wieder rein, dann wieder raus. Immer dieses Hin und Her. Wobei das nicht getriggert wird. Leia Shea Walkan Motlak per Kulun Mumkin. Die Weisheit unseres Credos steckt in diesen Worten. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Wieder rein. So, erfolgreich. So. Okay, eine hat noch keine. Das brauchen wir. Wegbauen. Ich hoffe wieder kein Rennen. Ich hasse diese Rennens. Warte mal, wenn wir hier so sowieso sind, dann können wir uns wieder eindecken, ob wir alles haben. Medizin. Das
sollte erstmal genügen, aber passt in Zukunft besser auf. Edle Preise für ihn. Keine Ahnung, wo man die Münzen herkriegt. Ah ja, meine sonstigen Kunden sind auch viel vornehmer. Vanucci, di petto! Hm. Ah, egal. Dann nächstes Mal, ja? Ihr werdet ihm nur wie Grund. Beutelchen. Ein großer Köcher. Stieß auf eine Gelegenheit, die wir einfach ergreifen müssen. Ein Geschenk der Borgia an die Cento Occhi. Voller Ablässe, Versprechen und Schmiergelder. Selbstverständlich wäre es für unsere Gilde von unschätzbarem Wert, wenn ihr es stehlen könntet. Preis im Auge. Die vorstellten Dokumente von Knut stehlen. Beim Versuch, den Beutelinhalt zu stehlen, unbedeckt zu bleiben. Das sollte eigentlich einfach sein. Sollte. Muss nicht unbedingt. Nein. Och nee. Ein Gebiet natürlich. Alle Borgia-Verbrecher in Hölle schleifen. Ja, das Ziel könnte unsere Hilfe sicher brauchen. Aber wie? Was können wir tun? Wir müssen uns überlegen, wie wir diese Bastarde treffen können. Wir sind doch keine schwachen Weiber.
Können wir das? Nein, natürlich nicht. Wäre es so einfach gewesen. Er wird alle töten. Nur in den dafür vorgesehenen Einrichtungen zu verrichten. Er möchte sich auch bei der Dichter die Alba entschuldigen. Idiot! Was ist denn los mit euch? Grazie, Ezio. Ich bringe es zu La Volpe. Sonst haben wir hier eigentlich alles. Ja. Ein Templer-Agenten. Das ist die letzte Mission. Dann machen wir wieder die Hauptstory weiter. Und ich gehe auch davon aus, dass wir wieder einen Turm einnehmen müssen. Obacht! Selbst ich bin schon von Dächern gestürzt. Ich warte auf meinen Lanz. Hier oben? Er verließ mich, als unser Kind starb. Und schloss sich den Cento Occhi an. Er soll ein Mörder sein. Menschen von Dächern stoßen. Ich sage immer, ich glaube das nicht. Aber ihr glaubt? Ja. Was wollt ihr ihm sagen, wenn er kommt? Ich werde springen. Warum büßt ihr für seine Taten? Mein Tod wird ihn daran erinnern, wer er einst war. Auf dem Boden der Tatsachen. Lanz wird oft auch von den Dächern in der Nähe gesehen. Er muss aufgespielt werden und eliminiert werden. Dieses Opfer hat er nicht verdient. Wo ist Lanz? Hier oben. Irgendwo. Er macht euch keinen Kummer mehr, Madonna. Nein!
Das ist wohl... Ah, willst du mich verarschen oder was? Requiescat in pace. Aber ich habe mich ein bisschen doof angestellt. Wie sind. So, die Kante hat wieder weggemacht. Und jetzt gucken wir mal auf der Karte, ob wir hier irgendwas Cooles noch finden. Wir finden nichts. So, dann gehen wir nach der Kaserne und machen die Hauptstory weiter. Gute alte Hauptstory. Haben wir, glaube ich, beim vorletzten Part angefangen. Oder außersehen getriggert. Hab dann auch natürlich auf Abbrechen gedrückt, weil es war einfach so spät ist. Aber jetzt haben wir Zeit, um die Story zu machen. Wer ist da? Ich grüße euch auch. Ezio! Ich hatte mein Weib erwartet. Irgendwie überrascht mich das nicht. Die verfluchten Franzosen setzen uns zu. Erzählt mir vom General, diesem Baron de Valois. Cesare überzeugte König Ludwig, ihm eine ganze Armee zu leihen, um mich zu besiegen. Das schmeichelt mir. Wo kann ich ihn finden? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich Valois am Kragen habe. Wir schlagen sie zurück. Sie scheinen näher zu kommen. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Schließt die Tore! Bene, vielleicht könnte ich etwas Hilfe gebrauchen. Vorwächter, die drei Tore in der Kaserne herablassen, um zu verhindern, dass die französischen Truppen die Kaserne erobern. Kein Schaden zu nehmen. Ezio, schließ das Tor! Und schon fertig.
Komm wieder! Bianca dürstet nach Franzosenblut! Wir sind umzingelt! Wie lange kann das weiterlaufen? Wo ist das andere Tor? Ezio, schließ das Tor! Bonjour, Général Dalviano. Êtes-vous prêt à vous rendre? Warum kommt ihr nicht näher und fragt das? Ihr solltet Französisch lernen. Es könnte eure barbarische Natur verbergen. Dann bringt es mir doch bei. Und ich könnte euch das Kämpfen lehren, von dem ihr so wenig versteht. So unterhaltsam das Palaver auch sein mag, ich verlange eine bedingungslose Kapitulation vor Sonnenaufgang. Ha! Meine liebe Bianca, flüstert sie euch ins Ohr. Ich glaube, eine andere Braut würde widersprechen. Mio marito vi ammazzerà tutti. Ich töte dich, for tutto francese. Ganz ruhig, um eures Weibes willen. Ihr kennt die Bedingungen. Kommt beim Tagesanbruch unbewaffnet ins Lager. Und übt ganz schön Französisch. Bald wird es in ganz Italien gesprochen. Na warte, pezzo di merda, figlio di puttana! Na Scheiße. Ah. Hup. Hi, hi! Irgendwie ist unser Mantel sehr steif gerade. Oder dagegen wird es sehr, sehr hart. Das ist Ihr Lager? Du stiehlst deines Mannes Weib und versteckst dich in deiner Festung? Du hast nichts zwischen deinen Beinen. Nichts, nur ein tiefes Loch. So tief bis hinab ins Maledetto Inferno. Was hilft es ihr, wenn ihr sterbt? Wir formieren uns und greifen das Tor an, wie damals im Arsenale. Am Eingang sind mehr Franzosen als in den Straßen von Paris. Dann klettern wir über die Mauern. Die sind unüberwindbar. Penthesilea wüsste, was zu tun ist. Vielleicht ist das das Ende. Ich gehe im Morgengrauen und hoffe, dieser Feigling wird ihr Leben verschonen. Perché non ci ho pensato prima? Sag dich doch. Ruft eure Männer zur Kaserne. Ich erkläre es dort. Ich hoffe, ihr habt einen Plan. Folgt mir! What? Wieso habe ich hier wieder eine Quest? Ist hier in diesem Gebiet? Im Blauwänden. Im Wurzschalturm. Das reizt. Das reizt mich. Meldet
sind alle Verbrechen der Guardia. Oh. Madonna. Nicht. Hab ich nicht genug gelitten? Ich rühre euch nicht an. Was ist geschehen? Auguste, mein geliebter Ehemann. Er glaubt, dieses Viertel gehöre ihm. Die Borgia überließen es ihm. Früher stellte er Zunftschilder her. Nun verbreitet er Lügen für die Borgia und verprügelt alle, die ihm im Weg stehen. Wie euch. Wo ist er? Er schließt sich stets in seiner Werkstatt ein. Doch ich weiß, wie man ihn herauslocken kann. Mhm. Augusto Oberlin durch den Abreiß seiner Bande aus der Werkstatt locken. Er muss aufgespürt werden und eliminiert werden. Wie? Reiß die Schilder ab, die er im Viertel aufgehängt hat. Sein Stolz erträgt das nicht. Grazie. Okay. Er steckt der Klinge also. Wir brauchen unbedingt. Okay, unsere Assassinen sind wieder zurück. Das ist geil. Die brauchen wir auch gleich. Überlegene Waffen sind nicht mit. Guten Tag, wir brauchen Munition, Kugeln, alle die du hast. Cool. Bevor er einen Fuß auf die Seite. Oh, hier ist gleich eine Bank, können wir gleich wieder Geld abholen. Nicht, dass es überläuft. Habt ihr die Klinge schon für etwas an? Warum nicht die schändlichen Bomben? Yeah.
Okay, das war wirklich das Einfachste. Das Einfachste, was wir jemals gemacht haben. Ich habe traditionelle Mittel und die Weisheit der Araber. Unsere Bank. Wir sind fast tot. Seht euch meine Angebote an. Zeigt eure edle Herkunft mit meinen feinen Gewändern. Was ich noch mal gucken wollte. Seht euch die Ware nur an! Neue Sachen haben wir hier nicht. Ne. Bei der Fern, Mannern, Fallschirme. Voll. Die Gegenstände verkaufen will ich auch nicht. Solltet ihr eure Meinung. Nee, ich ändere meine Meinung nicht. So. Aktionsgebäude. Aber wir haben keine Diebe hier. Mein Puff. Hier haben wir die Kaserne drin. Das heißt also, wir kaufen hier noch einmal Access. Die Diebe kommen hier rein. Dass die Diebe jetzt auch was haben. Okay. Also man kann theoretisch die auch wieder ummünzen. Hier bleiben, schön beim Stall.
Heute bin... Ja, heute, Alter. Ein Vergnügen, Herr. Kommt bald wieder. Und der Schmied müsste hier da sein. Da haben wir hier noch einen Brunnen. Und dann machen wir die Quest fertig. Und morgen gehen wir wieder auf Schatzsuche. Besser. Ich setze aus. So. Reparieren. Ja, alles. Rüstung. Hast du nichts Neues? Hier hast du auch nichts Neues. Süß. Munition brauchen wir leider nicht. Gegenstände verkaufen will ich nicht. Bis zum nächsten Mal. Jetzt von 18 Tunneleingänge. Wir nehmen langsam Fahrt auf 400%. So viele Schatztruhen sind hier nicht. Okay, ich denke, morgen machen wir auch nicht die Hauptstory weiter. Wir sind stolz auf unsere gute Qualität. Weil wir noch einen Assassin holen wollen ins Team. Und wir wollen die Schatzen machen. Wer hat meine Die wäre abgerissen! Er muss sterben! Requiesca in pace. Ich brauche nichts. Hopp. Das ist hinreichend gut. Die Befreiung Roms hat begonnen. Messere, ihr habt mich gerettet. Gewährt mir die Ehre, euch dienen zu dürfen. Das darfst du. So. Und jetzt haben wir wieder keinen Assassinen frei, Platz frei. Okay, das ist gut. Was ist das denn?
So, aber ich würde sagen, wir beenden den Part. Ich bedanke mich, wünsche euch schon einen schönen Tag und nicht vergessen, das Wort Däumchen hoch, kommt runter, lasst mich und morgen geht's weiter. Mit Schätzungen einsammeln und ja, also Szenen wegbringen. Und dann, wenn wir alles haben, Hauptstory. Euch geht da nicht von aus, dass wir morgen die Hauptstory anfangen. Aber morgen, übermorgen. Also, bis morgen. Tschüss. You